Zu Beginn von ErzTV Kompakt wie immer die Themenübersicht. Schnee ohne Ende, Thumer Feuerwehr mit Säge im Einsatz. Schlussvorstellung, Theateraufführung vor einem Jahr. Und Ende gut, alles gut, ungeplanter Ponyausflug ohne Schäden. Glück auf, weil ich gerade das Wort Ende zweimal zu sprechen hatte, sicher zu Ende gegangen, sind mittlerweile auch bei Ihnen die Vorräte an Weihnachtssüßigkeiten und Gebäck. Oder haben Sie noch Stollen im Schrank, eine versteckte Packung Lebkuchen oder Spekulatius oder ein vergessenes Marzipanbrot? Einen noch nicht verzehrten Schokoladenweihnachtsmann vielleicht noch? Dann wird's jetzt Zeit. In vielen Fenstern sind mittlerweile auch die Schwibbögen verschwunden. Wo die Lichterträger jetzt noch leuchten, werden sie es wohl auch noch bis Lichtmess tun. Das ist am 2. Februar, also am Dienstag nächster Woche. Wir haben unser Studiolicht am Montag wieder angeknipst für eine neue Woche mit ErzTV Kompakt, die letzte im Monat Januar. Und die Nachrichten beginnen am Montag. Ein besonderer Sonntagsausflug wurde am Sonntag in Bernsbach ein Fall für die Feuerwehr. Drei Ponys hatten sich überlegt, mal eine Runde durch die Stadt zu machen. Ohne Erlaubnis, versteht sich. Vermutlich war ein Ast unter der Schneelast auf den Weidezaun gefallen und hatte die Ponys so erschreckt, dass sie das Weide suchten. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Ponys durch ein offenstehendes Tor auf ein Grundstück leiten. Glücklicherweise kam der Anwohner, der selbst Pferde hat und wusste, was zu tun ist. Wenige Zeit später traf dann auch die Besitzerin der Ponys ein. Sie nahm die Vierbeiner überglücklich in Empfang und es ging für alle wieder zurück nach Hause. Gebrannt hat es in Johanngeorgenstadt in einer Gartenanlage in der Eibenstocker Straße. Feuerwehr und Polizei waren deswegen im nächtlichen Einsatz. Auf einem Pachtgrundstück war ein Verschlag in Brand geraten, in dem Holz und Werkzeug untergestellt waren. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden wurde mit etwa 2000 Euro beziffert. Seit Jahrzehnten bietet das Volkshaus Raschau einen jämmerlichen Anblick. Das Gebäude steht seit vielen Jahren leer und verfällt. Zuletzt war der Zustand so dramatisch, dass der Fußweg vor dem einstigen Anlaufpunkt abgesperrt werden musste. Wie die Freie Presse unter Berufung auf Lutz Richter, Bauamtsleiter im Rathaus Raschau-Markersbach, berichtete, ist der Abriss des Volkshauses längst beschlossene Sache. Im April dieses Jahres könnte es soweit sein, dass das Haus fällt. In Annaberg-Buchholz haben vergangene Woche die Entkernungsarbeiten am nördlichen Kopfbau des Bahnhofsgebäudes Unterer Bahnhof begonnen. Nachdem im Jahr 2020 der Bahnhofsplatz zur Mobilitätsschnittstelle umgestaltet werden konnte, folgt nunmehr die Beseitigung des baulichen Missstandes am Bahnhofsgebäude. Im Rahmen des Förderprogramms Integrierte Stadtentwicklung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung wurde der Stadt eine Zuwendung in Höhe von 2,47 Millionen Euro zugesagt. Die Gesamtkosten der Sanierung des nördlichen Kopfbaus werden rund 4,26 Millionen Euro betragen. Mit diesem Vorhaben beschreitet die Stadt Annaberg-Buchholz ebenfalls inhaltlich neue Wege. Die Sanierung dient der Etablierung einer Außenstelle der Technischen Universität Chemnitz, welche wichtiger Bestandteil des Bahnforschungscampus in Annaberg-Buchholz sein wird. Des Weiteren wird die regionale, zentrale Kontaktplattform für das Partnernetzwerk des Smart Rail Connectivity Campus, kurz SRCC, im Dachgeschoss des Bahnhofsgebäudes untergebracht sein. Bei den Top 5 der Berufsfelder mit den meisten Lehrverhältnissen waren auch bei den neuen Verträgen 2020 in Sachsen die Klassiker vorn. Mit 2267 wurden die meisten Verträge laut IHK im Bereich des Handels abgeschlossen. Es folgen knapp beieinander mit 2028 bzw. 2026 Neuverträgen die Berufe der Metalltechnik und die kaufmännischen Büroberufe.
Abgerundet wird die Spitzengruppe von den Berufen der Hotellerie und Gastronomie und der Elektrotechnik. Dazu passt diese Info. Auch in diesem Jahr bietet die Stadt Annaberg-Buchholz 2 Ausbildungsplätze im Beruf Verwaltungsfachangestellter. Aufgrund der aktuellen Situation wurde die Bewerbungsfrist für den Ausbildungsbeginn im September verlängert. Interessierte können sich noch bis zum 28. Februar 2021 für die interessante und abwechslungsreiche Ausbildung bei der großen Kreisstadt bewerben. Nähere Auskünfte erteilt Jörg Zimmermann, Sachgebietsleiter Personal, unter Telefon 03733 425 114 oder per E-Mail an jörg.zimmermann@annaberg-buchholz.de. Rund 950 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr helfen derzeit in der Corona-Pandemie an 40 Orten im Freistaat Sachsen. Im Erzgebirgskreis sind es 80. Sie arbeiten als mobile Abstrich- und Impfteams, unterstützen in den Gesundheitsämtern bei der telefonischen Kontaktnachverfolgung von Infektionsketten und sind als helfende Hände in Senioreneinrichtungen und Krankenhäusern eingesetzt, um das Pflegepersonal zu entlasten. Insgesamt 336 Mal haben seit 10. März 2020 sächsische Behörden die Bundeswehr um Amtshilfe in der Corona-Pandemie gebeten. Sprüche aus aller Welt. Der Kopf dient nicht nur dazu, die Ohren zu trennen. Aus Brasilien. Auch im Maß halten sollte man nicht übertreiben. Aus Deutschland. Einschränkungen gab es am Wochenende im Stadtverkehr der Busse in Oberwiesenthal. Grund war das überdurchschnittlich hohe Fahrgastaufkommen in der vergangenen Woche. Aufgrund der geschlossenen Lifte nutzten zahlreiche Skifahrer den Bus der RVE in Richtung Fichtelbergplateau. Ein solches Szenario sollte am Wochenende mit den Einschränkungen unterbunden werden. So wurde das Fichtelbergplateau nicht angefahren. In Thum hatte man am Wochenende derweil andere Sorgen. Mit Schnee kommen Gefahren. Nach dem Chaos auf den Autobahnen am Sonnabend waren es am Sonntag Bäume, die dem Schnee nicht mehr standhielten. Seit den Morgenstunden waren im Erzgebirgskreis immer wieder Feuerwehren unterwegs. Bäume versperrten entweder Zufahrtsstraßen oder lagen in Stromleitungen. Dies geschah am Sonntag gegen 11 Uhr auch in Thum. Ein riesiger Ast einer Buche war durch die Schneelast auf eine Stromleitung an der Forsthäuser Straße gekracht. Der Energieversorger war vor Ort und kappte die Stromzufuhr. Anschließend drückte die Feuerwehr Thum mit knapp 20 Kameraden an. Die sollten den Baum von der Stromleitung entfernen, doch ganz so einfach war das nicht. Es musste eine Vorrichtung gebaut werden, damit der Baum nicht unkontrolliert in den Bach stürzte. Dazu wurde der Baum ausreichend gesichert, denn die Feuerwehr musste in Schulterhöhe die Kettensäge ansetzen. Außerdem war die Stromleitung durch den Bach sehr straff gespannt. Insgesamt ist die Lage doch recht gefährlich, weil überall Äste runterkommen und deswegen wird es noch ein spannender Einsatz heute. Und warum hängen die Äste jetzt runter? Durch den Schneelast oder? Ja, es hat ja doch sehr viel geschneit und es war teilweise noch nasser Schnee drauf und jetzt in der Kombination mit dem kälteren Wetter und weiterem Schneefall nimmt das von Stunde zu Stunde jetzt zu, die Gefahr. Die Vorbereitungen dauerten eine Stunde, dann konnte der Baum zersägt werden. Nasskalt war der Einsatz ebenfalls,
Die Kameraden mussten immer wieder in den eiskalten Bach steigen. Wer RTV kennt, der weiß, dass die Kultur bei uns nicht zu kurz kommt. Mehrfach hatten wir so auch über die Kulturbanausen, eine Freizeittheatergruppe mit jungen Mimen, die ihre Wurzeln in der Stadt Lugau hatten, berichtet. Das in doppelter Hinsicht, das letzte Mal vor einem Jahr. Jedenfalls freue ich mich, dich zu sehen. Ja, und ich freue mich erst mal ein kleines Zuckerstückchen. Sie wissen ja gar nicht, was ich vor ein schweres Land immer mehr haben. Januar 2020. Die Zeit vor der Pandemie und den eingeschränkten Möglichkeiten. Auf ihrer Abschiedstour waren vor einem Jahr die Kulturbanausen des Kultur- und Freizeitzentrums Lugau. Im Weißen Lamm in Hohndorf wurden die letzten Vorstellungen gegeben. Gespielt wurde das Volkstheaterstück Hudelei statt Liebelei. Klar, dass bei den Gästen die Lachmuskeln einiges zu tun bekamen. Volkstheatergruppen müssen aktuell auf Aufführungen verzichten. Bleibt zu wünschen, dass dieses Stück Freizeitkultur durch die Corona-Pandemie keinen allzu großen Schaden nimmt. Was ist denn hier los? Man klingt ja wie ein Welthittisch im Stimmbruch, du. Wir fokussieren uns. Mit diesem Wunsch sind wir schon wieder am Ende der heutigen Sendung angekommen. Und weil ich heute mehrfach mit dem Wort Ende zu tun hatte, habe ich auch einen Wunsch. Ich hoffe, die Redensart "das dicke Ende kommt noch" trifft mit Blick auf die aktuelle Situation mit der Pandemie nicht ins Schwarze. Denn das würde ja heißen, das Schlimmste steht uns noch bevor. Mir steht jetzt der Abschied bis zur morgigen Sendung bevor. Wie immer passiert das mit unserem Glück auf. Retten, löschen, bergen, schützen. Das kannst du auch bei den Feuerwehren des Erzgebirges. Anderen zu helfen ist deine Motivation? Dann komm ins Ehrenamt, in den aktiven Dienst bei der Freiwilligen Feuerwehr. Wir garantieren dir Ausbildung, Kameradschaft, Tradition und Action. Klingt gut? Melde dich jetzt bei deiner Feuerwehr im Ort.